Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe mich doch entschlossen, hier in das Lager einzudringen. Ich habe hier so einen kleinen Hintereingang gefunden. Ich hoffe, dass ich jetzt hier lang gehen kann, ohne gesehen zu werden. Zip. Sieh sich das einer an. Okay. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Naja, so ist das halt, ne? Mit den Heiden. Die dürfen auch mal ordentlich sein. Damit hat es einer gesehen. Nee. Okay. Mal gucken hier, nicht, dass ich hier noch irgendwie überrascht werde. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Ich würde gern sehen, wie ihr die abschießen wollt. So. Und das Aufmerksamkeit erregt. Oh ja, das erregt Aufmerksamkeit. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch... Oh, scheiße, hinter mir. Können die mich jetzt eigentlich noch sehen hier im Dunkeln? Ich hoffe nicht. Oh, doch, natürlich. Wie, weiß ich nicht, aber können mich noch sehen. Und ich weiß nicht, wo ich lang laufe. So. Ja. Oh, hallo? Ich will gerne wissen, wo mein Pferd ist. Okay, sie haben abgelassen. Boah. Alter Schwede. So, mal gucken. Oh, da mitten im Wald sind wir. Ja. Da müssen wir jetzt hin. Ich würde sagen, dann versuchen wir mal nach Dingens zu kommen. Ja, am Lager vorbeischleichend. Ui. Soweit, so gut. Ja, meine Sattheit geht natürlich jetzt ziemlich runter. Okay, das Essen vergiften haben wir jetzt natürlich nicht geschafft. Aber wir haben zumindest die Pfeile in Brand gesetzt. Teilmärkte hätten wir einen Zwischenstopp einlegen können. In Meerhold. Da finden wir vielleicht erstmal eine Gaststätte, wo wir vielleicht noch ein bisschen schlafen und noch ein bisschen was zu essen kriegen. Gut, hat leider jetzt nicht so unentdeckt geklappt, aber naja, wir kriegen ja keine Punkte fürs entdeckt oder unentdeckt sein. Ah, so, wieder langer Ladebildschirm. Naja, da sind wir. Sehr schön. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo ein Gasthaus finden. Ich muss noch kurz auf die Map schauen, mal ein bisschen ranzoomen. Da haben wir einen Krämer, einen Pferdehändler. Ach, nee, stimmt, hier sind wir. Hier gab es, glaube ich, kein Gasthaus. Was ich eigentlich schade finde. Wir gucken einfach mal. Vielleicht können wir hier vielleicht der Pferdehändler. Vielleicht gibt es ja hier eine Ecke im Stroh, wo wir uns hinlegen können.
hinten Hunde pennen. Sieht nicht so aus. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ah ja, genau. Man muss ja, wenn man in solchen Dingern rumläuft, mit Fackel rumlaufen. Das machen wir jetzt auch mal. Nicht, dass wir hier noch Mega kriegen. Wie weit war denn das Lager jetzt hier entfernt? Ich muss nur ganz kurz gucken. Alter, muss ich jetzt da lang, da lang? Ja, oder da lang? Ja, okay, das machen wir auch so. Wir reiten einfach ins Lager. Ich denke mal, da wird's. Ah, da bist du ja. Da werden wir auch was zu futtern kriegen. Und auch einen Schlafplatz. Ja, ich hatte eben offscreen noch ein bisschen geguckt gehabt und dachte, naja, kommst du vielleicht ins Lager rein, unbemerkt. Das hat dann tatsächlich geklappt. Und dann dachte ich, okay, dann gehst du jetzt nochmal zurück und startest die Aufnahme. So, jetzt müsste es hier eigentlich rechts abgehen. Genau, und ja. Auf ins Lager. Jawohl, ja. Und da steht auch schon ein Topf. Ich hoffe, wir können daraus essen. Ja, sehr gut. Der Ladebildschirm. Jo, jetzt wäre natürlich noch ein Schlafplatz nicht schlecht. Kampfplatz. Schlafen und speichern. Das klingt gut. So. Also, ja. 5 Stunden sollte reichen. Komfort ist jetzt nicht so gut. Aber die Energie geht wieder hoch. Gesundheit regeneriert sich auch. Und den können wir Herrn Ratzig Rapport abstatten. Habe auch endlich meine Hauptquest ein bisschen weiter gespielt jetzt. Die hatte ich ja so ein bisschen vernachlässigt, die letzten Folgen. So, liebe Leute. Ja, ich muss was beichten. Und zwar habe ich hier einen kleinen Cut gemacht. Ich habe die Queste weitergespielt, um festzustellen, dass ich dafür noch nicht stark genug bin. Also ich habe ganz böse an die Waffel gekriegt, oder an die Löffel. Und ich musste daher sagen, okay, muss ich halt noch ein bisschen skillen. Vor allen Dingen das Bogenschießen. Deswegen werde ich jetzt nach Sasau gehen, vielleicht auch die Queste mit Theresa weiter fortführen, bevor wir hier weitermachen. Jetzt habe ich gesehen, nach dem Abspeichern ist auch das optionale Sabotage-Pfeile im Brand stecken. Ich glaube, das ist weg. Es kann sein, dass wir da nochmal zurückkehren müssen bei dem Schlangennest. Gut, werden wir dann sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss da noch einige Fähigkeiten für skillen. Und deswegen geht es jetzt erstmal, fangen wir mit dem Bogenschießen an. Und zwar ist das hier. Okay, so. Da reisen wir jetzt erstmal wieder hin. Ja, in dem Bereich ist es mal recht langsam. Warum, weiß ich nicht. Aber das mit dem Bogenschießen hat auch mehr oder weniger einen Vorteil. Man kann die Arme ein bisschen Geld verdienen. Und man skillt das Bogenschießen. Das hätte ich jetzt gerne noch eine Stufe höher gebracht. Dass ich dann vielleicht auch einen besseren Bogen nehmen kann. Dann muss ich noch, oder würde ich gerne noch die Heimlichkeit weiter erforschen, beziehungsweise skillen. Das hat dann in der nächsten Stufe, kann ich dann den Meuchelmord machen und dann komme ich vielleicht auch besser in das Banditenlager rein. Damit ich dann
da ein bisschen mehr Schindluder treiben. Vielleicht kann ich den auch schon den einen oder anderen wegmeucheln. Das wäre sehr hilfreich. Ja, aber gehen wir erstmal mit dem Bogen schießen. Jetzt muss ich gleich erstmal mir eine kleine Hilfe einschalten. Beziehungsweise ich muss gucken, ob sie noch aktiv ist. Denn man kann sich so eine Art Fadenkreuz, was einem ein bisschen hilft, einschalten. Und dann ist das Ganze etwas einfacher. So, ne? Geht doch da mal alle durch. Das Tor, damit ich hier durchreiten kann, macht. Jetzt. Danke. So, wenn ihr zwei da jetzt auch noch ein bisschen Platz macht, dann komme ich hier vorbei. Dankeschön. Und schon geht das hier wesentlich besser. Ja, ich habe zwischenzeitlich auch das Aufnahme. Das geht mega. Ja, das Aufnahmeprogramm gewechselt. Deswegen werdet ihr vielleicht auch. Wir werden es dann sehen, ob es dann einen Qualitätsunterschied gibt. Ich bin von DxTory auf OBS gestiegen. In der Hoffnung, dass das etwas besser hier zurechtkommt und etwas bessere Aufnahmequalität auch hat. Hat natürlich jetzt zwei Nachteile. Einmal, ich sehe die Frames nicht mehr. Und mit der Aufnahmezeit, da bin ich dann auch ein wenig, ups. Ja, da muss ich auch mal ein bisschen auf einen anderen Bildschirm gucken, wie lange das Ganze schon läuft. So, jetzt muss ich gucken, ob der Cursor da ist oder ob er gleich weg ist, wenn ich schieße. Ja, so, mal einen Bogen zur Hand nehmen. So, ich versuche jetzt erstmal. Ja, er ist da. Okay, das wollte ich wissen. Dann können wir jetzt mit ihm reden. Gott schütze dich. Genau, dich auch. Ich würde gerne am Bogen schießen. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Bestimmt lässt sich jemand finden. Zuerst erkläre ich dir die Regeln. Du schießt 7, 13 oder 21 Pfeile, ja, je nachdem, gegen wen du antrittst. Ja, gut, das Stroh bringt einen Punkt, der weiße Ring 2 und der Kreis in der Mitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 Punkte oben drauf. Die Runde endet, wenn alle Pfeile verbraucht sind. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich, Wetten abzuschließen, um es spannender zu machen. Natürlich, ja, ja. Je besser deine Gegner, desto höher der Einsatz. Gut, ich habe alles verstanden. Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und ziele oder schieß immer nur auf die Strohballen. Sonst bist du raus, klar? Jawohl. Jawohl. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich einen passenden Gegner. Wir fangen natürlich erstmal als Anfänger an. Macht nichts. So bekommst du etwas Übung. Anfänger schießen 7 Pfeile pro Runde. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigenen nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Gott sei Dank. So. Schützen, macht euch bereit. Jetzt muss ich mal kurz gewöhnen, hier Pfeil. Wettkampfpfeil. Also, okay. Der ist ausgerüstet. So, jetzt seht ihr das, den Punkt, den gelben, den ich da habe. Den kann ich jetzt schon mal ausrichten. Gott schütze dich heilig. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Na ja, Meisterschütze. Nein, nicht ganz. Aber für die Lüschen hier wird es reichen. Zack, da sitzt er wieder. Und ihr seht, der gelbe Punkt ist ungefähr so am oberen Rand. Achso, ich hab schnell weggeschossen. Juhu, und 30 Groschen. Ja, jetzt gucken wir auch mal, was das gebracht hat. Zack. Und zwar im Kampfbogen. Da sind wir Level 2. Wie gesagt, da würde ich gerne noch ein bisschen höher kommen. Deswegen werden wir das Ganze
mal ein bisschen hier wiederholen. Wir machen das jetzt im Schnelldurchgang. Wir holen jetzt das Gelaber nicht an. Möchte sich jemand... Bestimmt. Ja. Sag mir erst... So, jetzt sind wir natürlich den Fortgeschrittenen. Ich habe etwas Erfahrung. Dann findest du sie... Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigene nehmen. Ja, ja. Ich trommle dann mal alles. Mach's gut. Mach mal. So. Macht euch bereit. Richten wir also wieder aus. Ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch. Jo, mir jetzt sieht's gut aus. Kann ich noch ein bisschen rüber. Zack. Wow, und der ist genau in die Mitte. Keine Chance haben die hier. Zack. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, wenn das mal auf normale Gegner auch so einfach wäre. So, ein Pfeil habe ich noch. Jawohl, 42, wow, das ist mein persönlicher Rekord. Den Befehl dafür, um das Ganze einzuschalten, schreibe ich euch unten in die Kommentare rein. Der Wettbewerb ist vorbei. Heinrich gewinnt. 90 Taler. Und jetzt gucken wir nochmal. Bogen, ne? Also eine Stufe würde ich erstmal hier den. Einen machen wir noch. Hey, bleib stehen. Was? Zeig mir, was du bei dir trägst. Was ist jetzt? Ja, Was ist los? Befehl unseres Herrn. Ich versuch das mal. Ich bin wegen einer wichtigen Sache hier und du hältst mich mit einer blöden Durchsuchung auf? Na gut. Dieses Mal durchsuche ich dich nicht. Geh. Da hast du auch mal Glück gehabt. Stimmt, ich habe so einen komischen Streitkolben noch bei mir, der geklaut ist. Ah, das ist jetzt auch neu. Das ist das erste Mal, dass ich angehalten werde. So, einmal sagt man, machen wir noch. Möchte sich jemand mit mir im Boot? Klar. Sag mir. Machen wir natürlich auch wieder. Ich habe etwas Erfahrung. Dann findest du sich. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigene nehmen. Ja, ja. Ich trommle dann mal alles. Mach mal. So. Schützen, macht euch bereit. So. Na, ja, knapp. Nee, auch ein bisschen weiter runter. Gott sei mit dir, Heinrich. Aber der hat gesessen. Naja, nicht ganz. Etwas zu großkotzig diesmal. Jo. Voll erwischt. Naja, doch. Glück gehabt. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist mir nicht mehr zu nehmen. Ja, 40 Punkte immerhin. Der Wettbewerb ist vorbei. Heinrich gewinnt. Juhu, und wieder ein paar Taler. Okay, 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 okay. So, mal weg. Und dann, da ist mein Pferdchen. Auf. Und dann würde ich sagen, machen wir.
haben noch eine Queste für den Müller. Und gucken wir mal, ob Theresa wieder was, damit wir was machen können, anstellen können. Dann kommen wir in der Quest nämlich auch weiter. Es gibt auch ein paar Punkte. Da ist sie. Ah, nee, das. Vor allem kann ich denn erstmal den komischen geklauten Kolben ablegen. Kein umgeritten. Ja, da war ich tatsächlich ein bisschen zu übermütig. Ich habe das ein paar Mal versucht. Das Ganze endete dann, Rage Quit und dann habe ich ausgemacht. Das musste ich immer schlau lesen. Und tatsächlich, ich bin einfach noch zu schwach. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Held im Kämpfen. Das gebe ich zu. Mit dem Schwert schon mal gar nicht. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Aber mit dem Bogen. So, Müller. Weil dabei habe ich auch gelesen, wenn man für den Müller 2-3 Aufgaben erledigt, dann kann man bei ihm auch die geklauten Sachen verkaufen. Deswegen reden wir jetzt einfach mit ihm. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, ich habe mit ein paar Banditen geprügelt, aber hast du wieder Arbeit? Hast du wieder Arbeit für mich? Für dich immer. Ein Kumpel von mir will Land von seinem Nachbarn zurück, das er ihm streitig gemacht hat. Du verwaltest die Ländereien unseres Lehnsherrn? Sehr witzig. Nein, es geht um klassischen Diebstahl. Es gibt eine Besitzurkunde für das Land, die meinem Kumpel nicht gerade gelegen kommt. Also wäre es gut, wenn sie verschwindet. Ja gut, wo finde also ich sie? Also schön. Aus wessen Griff muss ich sie befreien? Aus dem vom Vogt persönlich. Ach du Scheiße. Ha, du solltest dein Gesicht sehen. Dass es leicht wäre, habe ich nie gesagt. Die Urkunde sollte irgendwo im Rathaus auf einem Tisch mit anderem Geschreibsel liegen. Du musst reinschleichen und sie holen. Das schaffe ich schon. Kein Zweifel. Und du bekommst ein hübsches Sümmchen. Okay. Möge Gott mit dir sein. Das ist jetzt aber doof. Ins Rathaus eine Urkunde klauen. Okay. So, erstmal muss ich den komischen Kolben nicht hier habe. Ich habe gehört, wenn man den in die Satteltasche legt, dann ist das auch nicht so wild. Weil die durchsuchen tatsächlich nur einen selber. Gucken wir erstmal so im Rathaus rum, ob wir da jemanden in den Bereichen, wo man eh rumlaufen kann. Ja. Hier. Wer das Pferd auch hier draußen parken? Upsala. Oh, parken wir hier einfach mal. So. Jemand das Rathaus ist hier. Ja, das Rathaus ist ja da, wo der Vogt gesessen hat, genau. Jetzt habe ich das beinahe vertauscht. Ja, schauen wir uns mal im Rathaus um. So, öffnen. Hallo Vogt.
So, natürlich mal gucken. Ah, hier darf ich noch. Oh, da sitzt noch jemand. Gucken wir gleich noch erstmal nach oben. Das ist natürlich. Schloss knacken schwer, ach du Scheiße. Okay. Ich befürchte nur, dass die. Schade, wenn hier kein Quest-Pfeil oder sowas hat. Ich fürchte bald, dass die Tatsache da oben liegt. Ob ich schon schwere Schlösser knacken kann? Ah ne, hier darf ich auch noch hin. Okay. Okay, ist alles okay. Ja, sieht. Öffnen. Achso, ne. Öffnen. Dann schauen wir uns mal hier um. Schloss knacken sehr schwer. Super. Schloss knacken leicht. Bisschen schlafen, das ist auch nicht so das Wahre. Ich befürchte bald, dass sie tatsächlich hier drin liegt. Hey. Okay. So. Und. Okay. Das kriege ich tatsächlich noch nicht hin. Hier liegen. Das ist sehr schwer. Also wenn die nicht öffentlich rumliegt, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Das ist natürlich doof. Ja. Muss dann tatsächlich nur üben. Dann soll die sehen, dass ich hier rauskomme. Wo komme ich hier hin? Ah, hier geht's runter. Okay. Ja, da muss ich dann also auch noch was skillen. Verdammt. So, hier lesen. Buch des Henkers. Also ich lese das jetzt auch nicht alles vor. Das halte ich wie bei Elder Scrolls. Okay. Ja. Ups. Öffnen. Ich komme an. Okay. Kann ich das alles nehmen? Sieht so aus, ne? Schnell nichts mit Stehlen. Und wir müssen ja ein bisschen lesen. Schloss knacken schwer.
Okay. Was? Wer sagt hier, hä? Noch irgendwas? Wo geht's denn hier hin? Ah, in den Kerker. Sitzt da jemand? Hm. Oh, Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, mit dir auch. Ich muss weg. Ja. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was üben. Hm. Ja. Okay. Ja, wo könnte man das noch üben? Da müsste ich mal irgendwo sehen, dass ich mal irgendwo reingehe und mal Kisten öffne. Das ist ein Schmied. Okay, ups. Oh, das ist schwer immer. Na, ich verschmier erstmal kurz. Das muss auch mal sein. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, Bogenschießen haben wir das jetzt, ne? Aber eigentlich immer noch nicht geskillt. Da muss ich ihn so. Ne, einer fehlt mir dann noch. Okay. Dann hätte ich da den dritten Skill drauf. Ich würde sagen, das mache ich einfach offline. Was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ist, wie gesagt, die Heimlichkeit. Weil da kann ich mit Level 5 den Meuchelmord. Genau, Minimalstufe 5. Das geht am besten, wenn man hier einfach schleicht. Einfachsten wäre es natürlich, wenn ich hier noch. Da komme ich nie rein. Kann ich hier reingehen? Okay, hier ist keiner drin. Ist hier einer drin? Bett. Ah, Schlossknacken schwer. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Also gesehen hat mich da keiner. So, Schmieden müssen wir auch nicht großartig. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, den einen oder anderen Skill mache ich kurz offline. Das ist halt Bogenschießen. Das werde ich auf jeden Fall gleich noch machen. Und mit der Queste des Müllers. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, dich auch. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Wie ich den kriege. Aber das werde ich auf jeden Fall zusammen mit euch machen. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Kingdom Come Deliverance. Ich sage tschüss.